Was wird das Börsenjahr 2023 bringen? Man kann fast sagen, schlimmer als 2022 kann es ja nicht werden oder vielleicht doch. Jedenfalls darüber möchte ich sprechen mit dem Vorstand des Informationsdienstleisters Brescher und Sie, Björn Drescher, jetzt in diesem Interview. Schönen guten Tag, Herr Drescher. Guten Tag, Herr Kerscher. Schön, mal wieder bei Ihnen in der Sendung zu sein. Herr Drescher, ein Thema wird uns mit Sicherheit nicht verlassen, nämlich das Thema Inflation, hohe Zinsen. Welche Rolle wird das im kommenden Jahr Ihrer Ansicht nach spielen? Man soll mit Prognosen immer vorsichtig sein. Da verbindet mich eine gewisse Hassliebe mit. Ich höre sie gerne, ich gebe sie ungern, aber die Inflation ist, glaube ich, was, da wird man schon was zu sagen können, ohne am Ende ganz falsch zu liegen. Denn ich gehe schon davon aus, dass die Inflation hoch bleibt. Ob sie so hoch ist wie derzeit, das lassen wir mal dahingestellt sein, aber dass sie über dem historischen Durchschnitt liegen wird, das ist doch relativ klar. Denn wir haben Deglobalisierungstendenzen, protektionistisches Abschotten von Märkten, wir haben Probleme mit den Lieferketten. Das wird sich auch alles nicht so schnell lösen. Und wie wir alle gelernt haben, die Verknappung von Gütern, gerade im Rohstoffbereich etc., das sind Sachen, die treiben die Inflation und das wird uns auch erhalten bleiben. Das andere ist, dass natürlich auch die Dekarbonisierung, das heißt der Wunsch, die Wirtschaft nachhaltiger zu machen, insgesamt zu einer Verteuerung der Energie führen wird, zu einer Verteuerung auch von Rohstoffen führen wird. Und das hat alles inflationäre Tendenzen. Wir haben es in den letzten Tagen mitgekriegt. Der Zertifikatehandel soll weiter vorangetrieben werden. Und dementsprechend muss man bei diesen Emissionszertifikaten sagen, wenn sie verknappt werden, werden sie teurer werden. Das bleibt uns erhalten. Und dann wissen wir alle auch, die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist ein Thema bei der Inflation. Und wenn man sich mal anschaut, was da so zuletzt gerade bei uns in Deutschland auch an Verhandlungen stattgefunden hat, da ist manches bewilligt worden und dementsprechend die Lohnpreisspirale bewegt sich. Und deshalb darf man auch annehmen, dass die Inflation hoch bleibt und dass das dazu zwingen wird, dass die Zinsen wahrscheinlich auch weiter angehoben werden müssen. Sie hat jetzt viele Themen angesprochen, die ich jetzt mal irgendwie zusammenfassen möchte unter das Thema, sag mal, Zeitenwende, die es ja in der Politik gibt. Gibt es eigentlich auch sowas wie eine Zeitenwende an den Kapitalmärkten, auf die sich Anlegerinnen und Anleger jetzt künftig einstellen müssen? Eine Zeitenwende würde ich gelten lassen, wenn wir auf den Zins schauen, denn der kannte ja, wenn wir das mal von einigen Unterbrechungen absehen, 30 Jahre lang eigentlich nur eine Richtung, nämlich tendenziell gegen die Nulllinie und, wer hätte es erwartet, sogar darunter. Und die Tatsache, dass dieser Zins, den mancher schon als tot vorhergesagt hat, dass dieser Zins zurück ist, das ist dann schon eine Zeitenwende, weil all diejenigen, die nicht mehr auf die Kosten von Geld geachtet haben, sowohl bei der Bewertung als auch bei der Frage dessen, was sie sich kaufen oder wie sie sich verschulden, die sind natürlich dann jetzt schon ja sehr erstaunt bis auf den falschen Fuß erwischt. Und die Konsequenzen, die haben wir in diesem Jahr gesehen. Aber das sind auch nur die ersten Konsequenzen. Das wird speziell mit Blick auf die Immobilienmärkte etc. natürlich auch weitere haben. Und da müssen sich jetzt alle wieder irgendwo einpendeln bei der Frage, was ist der Wert im Verhältnis zum Preis? Und so gesehen würde ich das schon als Zeitenwende gelten lassen. Und es kommt natürlich noch ein Punkt dazu, das Thema der Nachhaltigkeit. Wir sind bei Drescher und Sie für dieses Thema eigentlich seit über 20 Jahren schon verpflichtet und engagiert, aber es ist in dieser Art und Weise regulatorisch eigentlich erst in den letzten Jahren dazugekommen. Und wenn man diese Faktoren, die da jetzt zusammenwirken, Inflation, Zinswende, Nachhaltigkeit, wenn man das alles miteinander verbindet, dann würde ich den Begriff der Zeitenwende für die Kapitalmärkte schon gelten lassen und hoffe, dass alle ihre Schlussfolgerungen daraus richtig ziehen. Ist es denn eigentlich eher positiv zu bewerten, dass wenn es jetzt so ist oder wieder so ist, dass mit Kapitalkosten wieder ein Betrag verbunden ist, der über Null ist, dass das eigentlich eine sinnvolle Entwicklung ist? Ich finde das schon ganz gut, denn diese Gesetzmäßigkeiten, wer sich Geld leiht, der soll dafür auch bezahlen. Wenn er eine gute Bonität hat, dann soll er dafür weniger zahlen, als wenn er eine schlechte Bonität hat an Zinsen. Das halte ich schon für wichtige Wirkmechanismen an der Börse. Die waren eine Zeit lang ausgehebelt und nun gelten dann doch anscheinend die alten Gesetze wieder. Ich finde das für den Investor ganz praktisch. Das Nachhaltigkeitsthema, das Sie angesprochen haben, das hat in den letzten Monaten ja eigentlich auch noch mal so richtig an Fahrt gewonnen. Nachhaltigkeit ist vor allen Dingen auch immer ein Kostenthema für Unternehmen. Ist das irgendwie denn auch ein Thema, das im kommenden Jahr, ich sag mal, für Kapitalanleger zu einem Thema werden könnte, wo man sagen kann, okay, es kostet zwar, aber es sind Investitionen in die Zukunft, die sich für mich auch rechnen?
Es ist ja, wenn man das so sagen will, obwohl ich diesen Begriff eigentlich nicht mag, alternativlos, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es ist ja völlig klar, dass das Ganze mit Investitionen zu tun hat, die am Anfang eben Kosten verursachen. Ich glaube, das ist der ganz wichtige Punkt. Hier ist in den letzten 2, 3 Jahren der Eindruck entstanden, vor diesem Jahr 2022, man könne nachhaltig investieren und hätte noch einen zusätzlichen Rückenwind als Investor. Du machst eine gute Sache und kriegst noch eine extra Rendite. Da ist, glaube ich, deutlich geworden, dass das nicht immer so sein muss, dass Nachhaltigkeit ihren Preis hat. Ist ja völlig logisch, dass ich für ein gesichertes Haus, was gegen Energieverlust gesichert ist, mehr bezahlen muss als für ein Haus, wo das eben nicht der Fall ist. Und dementsprechend, das hat seinen Preis. Wir sehen es auch bei den eben angesprochenen CO2-Zertifikaten. Und deshalb, die Richtung muss nachhaltig sein. Ich glaube, dass mit Blick auf die Risikokontrolle und das Risikomanagement sich das am Ende auch auszahlen wird. Aber auf dem Weg dahin, das ist ein ziemlich holpriger und, wie wir inzwischen sagen müssen, mit Blick auf die Regulierung auch ein ziemlich technischer. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Investmentgesellschaften in den letzten 1, 2 Jahren erst gelernt haben, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur ein Megatrend ist, den sie vermarkten können und der ihnen größere Margen bietet, sondern dass das letzten Endes auch ein sehr technisch, teilweise verkopftes regulatorisches Thema ist, was schon Teufel liegt im Detail, uns vor eine Menge Herausforderungen in der Beratungsleistung und auch im Management von Produkten stellt. Aber ohne Regulierung scheint es ja nicht zu gehen. Ich sag mal, wenn man es dem freien Spiel der Kräfte überlässt, das ist ja dann auch immer wieder die Erfahrung, dann wird relativ schnell eine Menge Schindluder damit getrieben. Auf der anderen Seite muss man sagen, zu viel Regulierung, das macht ja dann irgendwann auch keinen Sinn. Also wenn die Kosten, die Regulierung zu verstehen, schon höher werden als die Nachhaltigkeitskosten, dann läuft wiederum auch was schief. Wie denken Sie, dass das im kommenden Jahr werden wird? Wird da so ein bisschen weniger Druck aus der Regulierung gehen? Nein, das denke ich nicht, denn der Regulator wird ja für sich feststellen müssen, dass das, was er sich bis heute hat einfallen lassen, noch nicht so richtig wirkt. Die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen nach MiFID, die wir ja seit dem Sommer dieses Jahres alle anwenden müssen, da wird ja in der Masse angekreuzt, dass man die Nachhaltigkeit eben derzeit, zumindest die Statistiken, die mir vorliegen, mehrheitlich nicht möchte. Das wird den Regulator ganz klar nicht zufriedenstellen. Und er wird sich fragen, wie er das weiter verändern kann, in welcher Richtung, ob es Möglichkeiten gibt, es nachfrageseitig nachzusteuern. Und sonst wird man wahrscheinlich am Ende sogar dahin gehen müssen, dem Asset Management leider Vorschriften zu machen. Ich bin sehr gespannt, wie das kommt. Das wird nicht 2023 schon alles entschieden werden, aber die Bewegungsrichtung muss klar sein. Es geht um die Veränderung von Zahlungsströmen bei der Nachhaltigkeit. Und wenn das regulatorisch so nicht geschafft wird, wird man die Daumenschrauben vermutlich härter drehen, als sie bisher waren. So, was heißt das jetzt in der Summe für Anlegerinnen und Anleger? Alles in Nachhaltigkeitswerte stecken? Nein, natürlich nicht. Breit streuen, aber die nachhaltigen Filter, wenn es sie gibt, auch berücksichtigen. So will ich das mal nennen. Es ist ja immer so, dass man sagt, was kann ich an der Börse kostenlos haben? Was ich an der Börse kostenlos haben kann, ist Risikostreuung. Und wenn ich die Risikostreuung gut erzielt habe in meinem Portfolio nach Assetklassen, nach unterschiedlichen Anlagestrategien, nach unterschiedlichen Handlungsimpulsen, dann habe ich schon wirklich was bekommen und bin vorbereitet für das, was kommt, egal was kommt. Und sind wir mal ehrlich, wir wissen doch alle gar nicht, wie es weitergeht in der Ukraine. Wir wissen nicht, ob China Taiwan überfallen wird oder nicht. Wir können nur versuchen, darauf vorbereitet zu sein, wenn so etwas passiert. Ich war heute Morgen auch nicht auf einen Feueralarm bei uns hier im Tower vorbereitet. Habe ich den erwartet? Nein. Aber wussten wir, was zu tun ist? Haben uns dementsprechend reagiert? Ja, haben wir gemacht. Und deshalb, so muss man auch an der Börse unterwegs sein. Breit gestreut, nach Anlageklassen, nach Anlagestilen, auch vielleicht sogar nach Asset-Managern, unterschiedliche Asset-Manager zu nehmen. Das ist der beste Schutz, den man für das nächste Jahr haben kann. Und ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass die Darkest Hour, von der man ja gerne mal spricht, wir haben noch nie einen so große negative Erwartungen gefühlt, in Statistiken gesehen, wie in diesem Jahr, wo es Umfragen gab. Und nie haben Fondsmanager sich so defätistisch über die Szenarien an den Kapitalmärkten geäußert. Es könnte gut sein, dass da das Schlimmste hinter uns liegt. Aber da wir es nicht wissen, breit streuen. Also das Einzige, was an der Börse kostenlos ist, ist die Risikostreuung. Und das gilt natürlich für die 3 Top-Themen des kommenden Jahres. Diversifizierung, Nachhaltigkeit und Inflation, sagt Björn Drescher, Vorstand der Informationsdienste Drescher und Sie. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Drescher. Danke, Herr Kerscher.